So, erster Blick aufs Tagesziel. Dahin. Da drauf soll's gehen. Geißhorn. Okay, der Plan ist ganz einfach. Einfach rechts vom Wasserfall auf die Hochebene, da wo das Gras ist. Und von da aus ist das dann nur noch ein Spaziergang. Bis später. Was macht die Kuh, wenn es am Kopf juckt? Sucht sich einen Baum. Scheiße, wo soll hier der Weg sein? Ich bin irgendwo mittendrin. Muss mal Pause machen. Kehr. Ich kämpfe mich hier hoch und die rennen hier Vollgas an mir vorbei. Unfassbar, diese Jugend von heute. Die hat noch Kondition. Nee, es geht schon wieder hoch. Ich muss da hoch. Scheiße. So, das ist doch mal ein Ausblick hier, wa? Scheiße. Ganz schön hoch. Richtig lustig ist, wenn man denkt, das ist das Ziel. Das ist es aber gar nicht. Ich muss erst mal in die Richtung gehen. Und dann kommt das erst noch. Ich freue mich. Okay, das Wichtigste ist immer das Ziel fest im Blick zu behalten. Okay, ich schaff das. Muss man sich nur mal wieder sagen, aber es ist doch so schön hier. Mittelalmer Hütte da vorne. Hier oben ist hoch. So langsam komme ich jetzt zu der Überzeugung, dass das da vor mir das Geißhorn ist. Also das heißt, ich muss nur diesen Weg hier lang gehen. Und dann schätze ich mal, muss ich da zwischen den beiden Bergen, muss ich so auf den Bergrücken hoch und dann wie schon oben. Ach, das ist lustig. So, Leute. Geißhorn, 2300 Meter. Ich bin oben und es ist ein gigantisches Panorama. Träumchen. Das ist der Weg runter. Da kommen noch welche hoch. Und wer es ganz eilig hat, der kann hier runter gehen. Ui. Vor uns liegt der große Widerstein. Daneben der kleine Widerstein. Daneben kaum noch erkennbar der Bärenkopf. Und hier unten diese Hochebene ist der Blatt. Und wir haben hier sogar so ein paar Tümpel mit Hochmooren. Ich muss den ganzen Scheiß wieder runterlaufen. Da rennt ein Murmeltier. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie mit drauf. Aber Wahnsinn. Das wäre eine leckere Mahlzeit, Mensch. Da. Wackelt da.